Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Der bisherige Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Turski, ist jetzt zurückgetreten als Staatssekretär. Allerdings, weil er eine andere politische Ausrichtung jetzt hat, nämlich er möchte Bürgermeister in Innsbruck werden, wie es da ausschaut, ob der Rücktritt vom Timing her ideal ist und warum er vom Bund nach Innsbruck wechselt, das möchte ich jetzt eben jenen Florian Turski fragen. Schönen guten Abend. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Turski, ich fange als Erste mit dem Timing an. Da haben einige gesagt, warum erst jetzt? Es war ja schon länger klar, dass Sie der Spitzenkandidat in Innsbruck sind für Ihre Partei. Warum so knapp vor der Wahl? Als Erstes war es mir wichtig, nur ein paar Projekte in den letzten Wochen zu Ende zu bringen, die ich angefangen habe. Ich bin nicht jemand, der von einem auf den anderen Tag davon springt. Wir hatten zum Beispiel einen digitalen Zulassungsschein, den haben wir vor zwei Wochen präsentiert, jetzt das Public Warning System präsentiert, nachher den ID Austria Zugang in den Banken. Aber mir war immer wichtig, kurz vor dem Wahlkampfauftakt, der jetzt am Montag stattfindet in Innsbruck, auch ganz klar den Innsbruckerinnen und Innsbruckern zu signalisieren, mir ist es ernst. Denn wir brauchen eine Veränderung in Innsbruck. Ich bin der, der diesen Neuanfang auch für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker machen will. Und deshalb trete ich jetzt auch zurück als Staatssekretär und konzentriere mich voll auf Innsbruck. Mhm. Interessant ist ja, Ihre bisherigen Agenten in die Digitalisierung gehen jetzt an Claudia Plackholm, die Jugendstaatssekretärin, wandern damit ins Kanzleramt, aber gleichzeitig wird der Posten zur Gänze eingespart. Ja, es ist natürlich so, wir haben nicht mehr eine ganze Legislaturperiode vor uns. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es dem Bundeskanzler wichtig, diese wichtigen Digitalisierungsagenten zu sich ins Bundeskanzleramt zu holen. Claudia Plackholm hat sich bewährt als Staatssekretärin. Das, was mir nie in die Hand gegeben hat, hat sie gut gemacht. Und jetzt gibt es doch noch ein paar Dinge zu Ende zu bringen, auch von meiner Agenda, zum Beispiel einen digitalen Personalausweis. Mhm. Und ich sehe das bei ihr in guten Händen. Ich kann ein gutes Team übergeben, ich kann gute Projekte übergeben und das wird sie dann auch gut zu Ende bringen können. Dann kommen wir zu Innsbruck. Sie haben schon gesagt, der Wahlkampfauftakt findet am Montag statt. Innsbruck wird ja derzeit von einem grünen Bürgermeister regiert. Gleichzeitig soll die FPÖ da sehr im Aufwind sein in Innsbruck, im Unterschied zu Salzburg, sage ich jetzt einmal dazu. Da ist ein anderer im Aufwind. Wie wollen Sie denn die Innsbrucker davon überzeugen, dass Sie jetzt der Richtige wären? Innsbruck ist eine bürgerliche Stadt. Aber was Innsbruck leider in den letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt hat, war hauptsächlich Streit. Also ich glaube, wenn man in Wien irgendwas aus Innsbruck gehört hat, nachher war das eher, dass gestritten worden ist in der ganzen Stadtregierung. Aber Innsbruck ist eine zutiefst bürgerliche Stadt. Und dass sie nicht mehr bürgerlich ist, da sind wir selber als Bürgerliche daran schuld, weil wir immer miteinander gestritten haben und uns immer auseinandergeteilt haben. Und mir ist es gelungen, drei Listen zu vereinen für Innsbruck, die seit 30 Jahren ja mehr oder weniger ununterbrochen regiert hatte, die Innsbrucker Volkspartei und den Seniorenbund. Auch etwas, was man vielleicht außerhalb von Tirol nicht so versteht, da hat es drei verschiedene bürgerlichen Listen gegeben, die galt es jetzt zu einen. Und dann mit einem guten Angebot jetzt reinzugehen, mit einer guten Liste, um auch das Ziel zu verfolgen, stärkste Kraft zu werden und auch den Bürgermeister zu stellen. Wer offenbar jetzt ganz stark Ihr Konkurrent um diese Stimmen ist, ist die FPÖ in Innsbruck. Wie? Ja, das ist natürlich so. Die FPÖ ist insgesamt im Aufwind, aber die FPÖ hatte auch schon bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2018 glaube ich, der Spitzenkandidat 21%. Also das ist nicht unbedingt etwas Neues in Innsbruck. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn wir den Innsbruckerinnen und Innsbruckern ein seriöses Angebot der Mitte geben, wo sie auch das Gefühl haben, da wird es mit Streit aufhören, da wird es mit dem gegenseitigen Anpatzen aufhören und da wird wieder eine Zusammenarbeit passieren, dass es uns dann gelingen wird, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Sie haben aber jetzt selber gesagt, und das ist uns sogar in Wien natürlich aufgefallen, dass auch in Ihrer Partei oder in diversen Flügeln oder Absplitterungen der Partei gestritten wurden. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben das vereint. Aber wie tragfähig ist denn das? Ja, wir haben drei Listen zusammengeführt. Das hat wirklich fantastisch funktioniert. Und ich muss auch sagen, bis jetzt funktioniert diese Zusammenarbeit fantastisch. Wir haben eine Listen,
Erstellung gehabt von drei verschiedenen Listen zusammen, ohne großes Rumoren. Also man spürt, es geht um ein Miteinander für Innsbruck. Und das ist etwas, glaube ich, was neu ist, weil in den letzten Monaten haben wir immer nur gehört, da spalten sich die von den Grünen ab, da spalten sich die von den Roten ab, da spalten sich die von anderen, auch von uns selber ab. Mhm. Und jetzt war es einmal wichtig, wieder alle zusammenzubringen im bürgerlichen Umfeld, damit wir überhaupt die Chance haben, den Bürgermeister zu stellen. Mhm. Innsbruck hat seit einigen Jahren auch eine Bürgermeister-Direktwahl. Mhm. Ja, das heißt, es hilft nichts, wenn man als bürgerliches Lager die Mehrheit im Gemeinderat hat. Das ist ja auch der einzige Grund, wie Georg Willi, der grüne Bürgermeister, werden konnte, dass er so eben durch die Bürgermeister-Direktwahl gewonnen hat. Und deshalb war es notwendig, dass wir uns vereint haben. Mhm. Was sind denn die Themen, mit denen Sie da punkten wollen? In Innsbruck ist natürlich Wohnen und Verkehr ein riesiges Thema. Aber es würde jetzt nichts bringen, den Innsbruckerinnen und Innsbruckern zu sagen, wir schaffen leistbares Wohnen. Das glauben uns die Innsbruckerinnen und Innsbrucker so einfach nicht mehr. Weil die Preise sind dort teurer als bei uns in Wien. Die Preise sind teurer geworden und auch die Rezepte, die früher die Politik dafür hatte, einfach mehr zu bauen, hat nicht dazu geführt. Innsbruck stagniert von der Bevölkerungsanzahl. Mhm. Gleichzeitig wird das Wohnen aber immer teurer, obwohl wir viel bauen, weil es unglaublich viel Leerstand gibt. Wir müssen schauen, den Leerstand zu reduzieren, eine harte Leerstandsabgabe einzuführen, gleichzeitig aber auch zu schauen, wie können wir den Menschen helfen, Eigentum zu erwerben, zum Beispiel durch nachrangige Darlehens oder ähnliches, den Menschen auch zu helfen, zu vermieten, dass sich das Vermieten auszahlt. Und wir müssen schauen vor allem, dass die Innsbrucker Familien in Innsbruck bleiben und nicht, gerade aus meiner Generation, die jungen Familien abwandern ins Umland. Jetzt, dieses Wohnthema ist ja österreichweit ein großes Thema, aber wie glaubwürdig ist da die ÖVP? Ich glaube, die ÖVP ist sehr, sehr glaubwürdig, gerade mit dem letzten Wohnbaupaket, das wir präsentiert haben, wo wir 2 Milliarden Euro investieren werden in den Wohnbau, Heimat für 44.000 Österreicherinnen und Österreicher schaffen. Ich glaube, das Wohnthema ist aber auch ein Indiz für etwas, was tief auch in der Innsbrucker Bevölkerung drin schlummert. Einerseits die Teuerung. Und andererseits, das geht in eine andere Richtung, die totale Verknappung von Natur und Grünem im urbanen Umfeld, also die Versiegelung. Mhm. Das spüren wir total. Innsbruck ist ja eine sehr grüne Stadt, ich bin umringt von Bergen und Bäumen. Aber du hast das Gefühl in der Stadt, ein Platz nach dem anderen wird zubetoniert. Und auch das ist ein weiterer Fokus von uns. Wir wollen 5000 neue Bäume pflanzen. Mhm. Aber ist das nicht dann sicher ein Kernthema der Grünen? Ja, aber sie haben sich nicht darum gekümmert. Also unter dem grünen Bürgermeister ist mehr betoniert worden als unter jedem schwarzen Bürgermeister davor. Mhm. Was sind denn die Themen, mit denen die Freiheitlichen in Innsbruck so stark punkten, dass die offenbar in einigen Umfragen durchaus auf Platz 1 gesehen werden? Oder ist das nur der bundesweite Trend? Es ist sicher ein großer Grund, der bundesweite Trend. Die Sicherheitslage wird sowohl vom freiheitlichen Kollegen als auch von mir gleichermaßen angesprochen. Mhm. Was natürlich der Fall ist, ist, es gibt eine große Unzufriedenheit mit dem Bürgermeister und mit dem Streit der letzten Jahre. Wir haben jetzt, glaube ich, 14 verschiedene Gruppen, gerade im Gemeinderat. Und das romantische Experiment vom Bürgermeister, ein Spiel der freien Kräfte zu machen, hat nicht funktioniert, wie man augenscheinlich gesehen hat. Und deshalb gibt es diesen Wunsch nach Veränderung. Und deshalb ist es ganz klar, dass es da natürlich auch Randparteien dazugewinnen, gerade die bundesweit im Aufwärtstrend sind. Was uns wichtig ist, ist mit einer ordentlichen Politik der Mitte und mit einem Miteinander, wir haben ja sogar die grüne Abspaltung von Georg Willi jetzt mit im Boot, eine Politik für die Menschen zu machen, eigentlich fernab von Ideologien und auch Scheuklappen, sondern darüber zu reden, dass Innsbruck wieder konkurrenzfähig wird. Innsbruck hat ja in den vergangenen Jahren total an Strahlkraft verloren. Wenn wir an früher denken, wie die Bürgermeister Herwig van Staar, Hilde Zach, oder Lukal als der Olympia-Bürgermeister Innsbruck nach außen präsentiert haben, internationale Veranstaltungen nach Innsbruck geholt haben, nach ist es etwas ganz anderes als das, was wir heute leider sehen. Also wollen Sie make Innsbruck great again, oder wie? Das werde ich im Wahlkampf so nicht sagen, aber es fällt schon auf, dass die Hilde Zach hat vor 20 Jahren einmal gesagt, Innsbruck soll Weltstadt werden und in Wahrheit waren wir es damals viel mehr als heute. Der Flughafen streicht eine Verbindung nach der anderen. Die ganzen Lokale, in denen ich als Student ausgegangen bin in Innsbruck, die gibt es heute nicht mehr. Den Hofgarten, Stadtcafés kennt man jetzt so in Wien nicht. Aber all diese Dinge sind zu.
Oder der Inn. Ich kenne keine internationale Stadt, die ihren Fluss so wenig nützt wie Innsbruck. Und das fällt den Menschen auf. Wir diskutieren in der Innsbrucker Stadtpolitik jahrelang über irgendeinen einzelnen Platz oder über irgendein Geländer. Das kann nicht der Ansatz einer modernen Stadtpolitik sein. Wir brauchen Visionen für diese Stadt. Wir müssen schauen, dass wir diese Stadt auch wieder internationalisieren. Mhm. Schon die letzte Frage. Sie wollen Bürgermeister werden, aber wir haben jetzt schon über den bundesweiten Trend geredet. Der bundesweite Trend für die ÖVP ist nicht gerade sehr rosig. Schadet Ihnen das? Nein, in keinster Weise. Ich glaube, ich habe mich in den vergangenen beiden Jahren als Staatssekretär als Verbinder, als konstruktiver Verbinder dargestellt. Karl Nehammer leistet eine fantastische Arbeit. Das wird man auch im Ergebnis der nächsten Nationalratswahl sehen. Und auch Innsbruck ist eine zutiefst bürgerliche Stadt mit ein bisschen ein paar grünen Sprenkeln. Aber die werden wir auch auf unsere Seite ziehen. Wir werden sehen. Danke, Florian Turski, für das Gespräch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.